Geil, ich glaube, hier geht's los. Jo, somit bleibe ich jetzt natürlich auch im Spiel. EC pusht da Haus. Banal auch. Oh, Pascha kassiert durch die Smoke. Wird überrannt. Ich glaube, jetzt haben wir das Blut gesehen durch die Smoke. VG zieht sich komplett direkt zurück. Schieben jetzt nochmal zur Mitte, aber da warten ja zwei SC-Spieler. So, und die sind sehr weit unten. Oh, Leo nimmt einen mit. Oh, da haben sie sich für meinen Geschmack zu früh gezeigt, haben aber gut Schaden ausgeteilt. Boah, Lord und Tess gegen zwei. Bombe auf dem Rücken von RPK. Und NBK nach unten. Lord mit dem 1 gegen 1. Er hat kein Kit. Der T liegt direkt an und Lord macht's. Schöner Headshot. Aber warum RPK da so rüber geht, weiß ich nicht. Er muss halt die Ansage bekommen haben, dass Lord schon extrem weit oben ist. Und die Goldfische freuen sich auch über den Sieg, über die Pistol Round für ESC auf der zweiten Map. Und vorhin auf Nuke haben sie die Pistol doch verloren, doch. Oder haben sie nicht beide verloren? Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher mehr. Aber zählt ihr? Doch, sie hatten beide Pistols verloren und dafür noch 11 Runden geholt. Da waren richtig knappe Runden dabei, die sie auch hätten holen können. Also an sich sind die Teams hier sich mindestens auf Augenhöhe. Wenn nicht sogar. Ist hier ein bisschen besser, aber da will ich vorsichtig sein mit der Aussage. Schöner Shot von NBK, von Nathan. VG scheint wieder Richtung B zu schieben. Dann fake dann noch ein bisschen. Es hat nur einer am B. Aber Neo jetzt schon geschoben. Versuchen, gehen aber doch wieder rüber. Also gut lange gewartet gerade. So, gibt es noch ein Mini-Fake von RPK oder. So, 20 Sekunden noch, jetzt die Steps bei Lord gehört. Ekelhafte Pose von ihm. Kann da gut die Smoke nutzen, die die Ts ihm geworfen haben. Tess ist auch im Spot. Veraltet den Bomb Plant. Meine Güte, schweres Wort. Und Existence hat nur 4 Sekunden. Ja, ich wollte gerade sagen, da müsste hier die Meldung kommen. Existence Ball knifed the Gunfight. Ich glaube, er wollte nur, dass es oben dasteht. Wollte wahrscheinlich auch das Achievement haben, aber das hat er schon. Wer hat's nicht? So, noch eine Eco. Test mit dem First Track. Ich finde es richtig gut, dass wir ein ESC sehen, was nicht nur mithalten kann, sondern auch tatsächlich Siegchancen hier hat, also ernsthafte Siegchancen. Und das nach nur zwei Events. Zeigt einfach, wie gut und wie motiviert die Jungs sind, hier wieder oben mitzuspielen. B zu schieben. Neo ist auch richtig schnell da. So, kann jetzt gegenflashen. Kommt die noch? Ja, die kommt noch. Der Bowen
ist mir jetzt offensichtlich. Oh, Kuhm, das war unnötig, da reinzufahren. Hätte sicherer spielen können. Aber dennoch. Runde easy. Für ist C. Und jetzt erste Equip. Kennt erst direkt mit APP. Das setzt Terror auf Inferno, ich weiß ja nicht. Bin ich mal gespannt. So, Standard auf Bobby ist C. Mitte hatten sie da gerade kurzzeitig ein bisschen Angst. So, überall ein bisschen Pre-Fire. Mitte wird noch defensiv abgedeckt. So, SC weiß, dass die Rippen eingenommen wurden. Gute Smoke von Pascha. So, Neo ist zur Stelle. Sneakt sich durch die Smoke, aber ich glaube SC. Ach, schöner E. Schön gemoved von Neo. Und Tess mit dem Push. Sehr schön gespielt. Kuben pusht auch am B. Gleich das Duell. Pascha gewinnt das. Kuben zieht sich auch richtigerweise zurück. Hat ihn vielleicht auch kurz gesehen und geht dann kein weiteres Risiko ein. Bekommt jetzt auch Besuch. SC schließt gerade die Mitte aus. Kuben hört die Steps. Neo ist gleich da. Beziehungsweise ist jetzt schon da. Beide in der Banane gefangen. Oh, Timing-Patch auch noch bei Kenny. So, nee. Sie werden da gleich draufrennen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wunderbar gesehen gerade. Ah, oh, und sie holen sie gar noch beide. Schön gemacht von ESC. Das ist ein geiler Start bisher. Oh, Smith mit 0 Geld. Kenny ist 350. Ich meine, eine Ignor müssen sie machen. Dann haben drei Leute Geld, um zu kaufen. Zwei nicht. Das ist dann eine schwierige Entscheidung, ob man dann kauft oder nicht. So wollen sie einfach nur die Fracks und die kriegen sie auch alle. 5-0 ist sie, schöner Start. AWP sollte man eigentlich lassen jetzt mal bei VG. Also die müssen kaufen mit 3-4, 3-7. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie jetzt nicht kaufen. Oh, das ist eben nochmal eine Arme. Krass, der hat echt ernsthaft nochmal AWP. Schöne Gegenfläche. So, B stehen sie auch komplett defensiv. Scheint ein direkter Banane-Go zu werden. Boah, war schon zu dritt. Drüben ist sie. Krass, zu viert? Sie nehmen gerade Banane ein. Oh, aber zum Glück ist Neo gestorben. Nicht irgendein anderer. Oh, schön gemoved. Bombe downs, hat er Kuchen noch gesehen. Oh, schön, Lot gewinnt auch Mitte an der Laube. Oh, schöne Granaten von ESC. Viel Equipment haben sie nicht mehr. Oh, Kenny ist letzte mit AWP verschießt. Also warum sie hier AWP... What? Warum sie hier immer noch auf AWP setzen, nach dieser einen Runde, verstehe ich nicht. Spätestens jetzt sollte man sie lassen. Ah, Rare Games enttäuscht gerade ein bisschen. Richtig einen guten Go oder so haben wir noch nicht gesehen.
habe. Von Kenny. Setzt den ersten. Oh. Wir sind schon Hof. Oh. Kommt zum Glück noch ans Y. Hier sitzt. Oh, guck, macht das keinen mehr. Neo! Alter, sie geben da jetzt ernsthaft eine Eco ab. Boah, die HP. Guckt euch dieses Spiel an. Wie viel, wie oft da einfach Spieler mit richtig low HP überleben. Boah. Schöner Schlitz von Nathan. Da gibt es so einen ultra ekelhaften Schlitz da im Auto. Hat man gerade wunderschön gesehen. Wie er ihn ausgenutzt hat. Schade, Mann, da gibt ESC ihre die Eco ab. Ich glaube diesen hier. Hier so hinhocken. Irgendwie so und dann hier durch das Auto, durch den Autoschlitz zielen. Tess hat ihn auf jeden Fall gerade nicht gesehen. ESC hat aber gekauft. Haben ja auch ziemlich gute Runden gespielt. Kenny wieder mit Abe. Diesmal setzt VG aber auch den First Track. Und fährt direkt durch. Nur im Haus. So, wo ist Tess? Tess, Lot mit dem zweiten. Starke Runde bisher von ihm. Tess immer nach. Ja, Rippen oben. Neo jetzt erst Mitte unten. ESC an sich in der Überzahl, trotzdem in einer sehr, sehr schweren Situation. Lord wird er gleich flächen, aber er sieht halt nicht, wo er hinflächen will. Oder muss. Oh, da kassieren sie alle gerade. Oh, keine Chance. Keine Chance gegen Very Games hier. Trotz der Überzahl. Very Games diesmal mit einem schnellen Push Mitte komplett erfolgreich gewesen, auch wenn Slot dann nochmal ein bisschen eng gemacht hat. ESC konnte sogar nochmal kaufen. Ich bin jetzt mit der Banane aggro. Lord hat so krasses Timing. Lol. Oh. Ah, die Fläche ist aber nie abgeprallt und ich vermute, dass sie das wirklich gehört haben. Aber warum Lord da auch alleine ist? Schöner Shot von Neo. Dürfen jetzt nicht gegen den zweiten sterben. Pasha wurde gerade zurückgedrängt am Hass. Hat das aber noch relativ gut. Oh nein, sie lassen Leo gerade allein. So, jetzt den Go und der Mittelspieler. Oh, hat richtig gutes Timing und macht sogar einen. Leo ist auch gestorben. Oh, jetzt wieder Unterzahlsituation. Retake, wenig Equipment. Kuben hat ein Kit. Versucht hat direkt einen Track zu ziehen, aber schafft er nicht. Wird auch weggeflasht, geht direkt weg. Tess ist auch gar nicht mal hinterhergekommen. Also dritte Runde in Folge für Very Games. Und jetzt ist das Geld auch knapp bei ESC. Das wird nicht reichen. Obwohl. 2,25 oder so kriegt man jetzt, glaube ich. Mal gucken. Ja, 2,5 haben sie bekommen. Drei Runden in Folge verloren. Sie legen sich echt Waffen. Aber sie müssen jetzt wieder ins Spiel kommen. Also wenn sie was Haus offensiv spielen, dann sollten sie eigentlich auch...
Sollten sie das gemeinsam machen? Ich finde Haus so schwer zu spielen. So, Lord sind da schon drei durchgehoppelt. Ich hatte eine schöne HE abbekommen. Da, Banane. Wieder B. Ich spiele das wieder. Einer Mitte, oder? Sieht nach B-Split aus. Wieder einer nur Mitte. So, jetzt müssen sie es wissen. Aber wieder nur Kuben allein am B. Gegenfläche sitzt, glaube ich, ganz gut, aber aufs Spot schon. Ah, Kuben nimmt da zu wenig mit. Zu wenig. Ach. Ah, ich sehe. Ne, ist nicht mal eine Überzahl. Was können sie noch machen? Runde gerade offen für beide. Wobei HP-mäßig ist ESC sogar ein Vorteil. Sie kassieren aber nur. Da haben die Flashes jetzt eben gefehlt. Vor allem, die sollten sich, glaube ich, eher über über einen Seitengang retaken. Über die Ruine. Übers Beet. Krass, wie wird dort einfach noch locker überlebt. 100 HP. Vier Runden also in Folge für die Franzosen. Also am B kommt man gerade nicht klar. Weiß natürlich auch eine schöne Taktik ist von VG. Ich meine, sie können damit so viel machen. Die ernsthaft gerade von hier geworfen. Was? Sie haben nochmal gekauft? Wow. Jetzt muss ESC was machen. Denn da los am B, Mann? Können die da nicht mal was umstellen? Warum lassen sie einen mit Pistol dort? Warum gehen sie jetzt nicht mal zu dritt irgendwie B? Lassen dort zwei Waffen stehen oder irgendwas? Aber doch, warum die Pistol? Warum? Alter, das Tester noch reindrückt. Ah, diese hohe Führung dürfen sie, hätten sie nie im Leben aus der Hand geben dürfen. So spätestens hier. Okay, sie haben ja 5 Runden in Folge verloren. Aber mit 3-5. Kaufen sie echt nochmal. Ah, sie wollen es hier wissen. Sie wollen es wissen. Aber was stellen sie jetzt um? Da gibt es schnell einen Mitte-Contact von VG. Oh, Tess macht keinen. Das Pre-Fire schon gegen Pascha, der da auch endlich mal wieder im Frack sitzt. Aber auch gut Low HP, Lord fällt. Boah, wie gut das angesagt war von VG. Und ESC entscheidet sich zu safen. Ja, der klappt am. Dachte am B. B ist nicht safe. Aber ist mit da auch nicht mal safe. Aber wenn da 4 Ts vor dir stehen, dann kannst du auch nichts viel machen. Ohne Flashes und alles. Krasses Comeback von VG auf jeden Fall.
Ich will eine dritte Map sehen. Das Spiel hätte auf jeden Fall eine dritte Map verdient. So, jetzt mittlerweile bekommt man eh so viel Geld, dass man immer kaufen kann. Nach 6 Runden in Folge verloren. Sollte man allerdings eine holen, die nächste abgeben, ist direkt wieder vorbei mit dem Geld. So, jetzt die erste kleine Anpassung. Am B wird AWP gespielt. Und jetzt ist man endlich mal zu dritt am B. Sehr schön. So, Ziff darf nur halt nicht Mitte schnell sterben. Lot wieder in seiner Posi, mit die er bisher ganz gut gehandelt hat. Kuben stirbt allerdings. Was ist jetzt los? Hallo? Ist hier Pause, oder? Ich vermute mal, dass es Pause ist. Ey, fuck, Mann. Aber, ich meine, immerhin stehen sie noch zu zweit am B. Neo wollte nämlich gerade schieben, ist aber wieder rüber. Will jetzt wieder rüber. Aber sie werden vorher Mitte irgendwie wieder das machen. Aber da stehen sie gut über Kreuz. Ah, je nachdem. Also wenn sich Neo nicht faken lässt. Von seinen Mates hier. Die jetzt das wahrscheinlich gleich ansagen. Wenn die da Mitte hochkommen. Die beiden die Frags machen. Neo bleibt. Dann kann der B-Spot auf jeden Fall safe gehalten werden. So, nicht, dass da schon wieder Pascha oder so abgekackt ist. Ich ahne ja wieder Schlimmes für ESC. Ja, das gibt mir wenigstens mal Zeit, beim anderen Spiel reinzuschauen. Also vom Ergebnis her jetzt. Und da ist auch endlich mal losgegangen. Oder? Okay, die erste Hälfte ging an Z Nation. 9:6 als CT. Und overall der Spielstand 11:9 für Z Nation noch. Map ist Train und DGB jetzt CT. Also könnte wahrscheinlich ein 2:0 werden. Very Games ist gerade miserabel. Jetzt gerade ja nicht. Jetzt gerade ist ESC ein bisschen ratlos. Gut. Ah, ich lese gerade die Comments. Also fixer Stream Restart, weil hier wieder alles off-sync ist. Bis gleich, dranbleiben.